FIFA 13 HSV gegen die Kaiser Chiefs. Es geht los in der Bundesliga. Das letzte Spiel ein 2:2 gegen Nürnberg. Bisschen unverdient eigentlich. Wir waren das dominierende Team, zumindest streckenweise. Aber wir haben den Sack nicht zugemacht. Nee, wir haben den Sack offen gelassen und unser ganzes Hab und Gut ist dort entfleucht. Ja. So, wir müssen wieder gegen den Raphael, gegen den Van der Vaart. Der uns, wenn ich das im letzten Part so richtig, also im letzten Spiel so richtig in Erinnerung habe, ganz schön die Leviten gelesen hat. War das der Raphael? Hat er damals nicht die Sylvie verprügelt? War das da? Ja klar, ist die Sylvie verprügelt. Oh Hansi, lass mal gleich die Sylvie verprügeln. Diese eingebildete, arrogante Zicke. Also der kriegt den auch unsere Hände wieder nicht. Das ist voll unfair. Ah, so ist das halt bei FIFA. Das ist ein Spiel von EA, da darf man keine Logik erwarten. Das ist richtig. Die sind momentan eh nicht gut auf, EA zu sprechen. Nein, nicht wirklich. Salias. Auf Stevio. Kann er sich da durchsetzen? Ja, Schuss, aber da geht meilenweit am Kasten von René Adler vorbei. Oder Jaroslav Drobny. Richtig. Ich sei ein Bessert, Adler. Ja. Adler-Modegeschäft. Ja, ich finde. Das ist Minky. Der Minky, der läuft an die Grundlinie, flankt, aber der Ball kommt nicht an. HSV kann klären. Jiracek auf Janssen. Janssen. Ich finde Rudnevs. Das sah nach einem Foul aus, war es aber nicht. Ach, Matsch. Das ist vom Ball gespielt. Ach, Matsch. Herr Löw, ja, glücklicher Sieg heute. Ach, Matsch. Ah, wieso spielst du denn so scheiße? Dieser Pass war Matsch, klar. Und. In letzter Sekunde wird ihm da der Ball vom Fuß genommen. Ja, da habe ich schon getippt gehabt, aber das ist ja dem Spiel völlig Minky, egal. Aber in die Fresse. Auch das. Profi-Gesicht ist hier im Weg. Eckball für die Chiefs. Im Fall rückt sie ja los. Der wollte köpfen von daher, sicher, klar. Kann man auch mal machen. Ja. Abseits. Das war abseits, dieser Bidogiti. Ach, ich lege den Ball vor. Danke, der HSV ist frei. Ja, und der HSV macht 1:0. Das war auch abseits, alles abseits. Aber perfekt kombiniert, aber mir kam es auch so, als ob das abseits ist. Jiracek. Hat er gesagt. Wir sehen das nochmal. Nee. Nee, hebt's auf, der Trottel dahin. Ja. So führen die Hamburger SVer. So führen die Hamburger SVer. So führen die Hamburger SVer. Ich habe. Gucken, Adler auf Bank. Wir halten selbst die schwierigen Bälle. Dieser Ball war so schwierig, du nicht den gehalten Ball. Du wärst vorbeigeflogen. Wie ein Adler ohne Orientierung. Genau, wie ein Adler ohne Oben. Ja, genau. Ja, ist klar. Oh, klar. Ja, guck mal, Angie. Da haben sie, ne? Der Wagen halt, lass ihn doch. Ich sag doch nicht. Das ist sein bester Freund. Ja, sein ABFFL. Sein Sandkastenfreund. Ja, das Hans, ich weiß noch damals im Sandkasten sogar der Doktor spielt. Was? Als kleine Kinder. Hol dir da dein Stethoskop raus. Ja. Und der Hans, ich mach dich mal unten frei. So, Hansi. Jetzt einmal kurz unten rum freimachen und kräftig husten. Gleich mach mal kurz einen Eierkontrollgriff bei dir. Ein EKG.
Halten Sie mal kurz eine EKG bei dir. Husten Sie bitte. Aber seit wann macht man beim EKG Husten? Huste bitte. Ich mach den Eierkontrollkreis EKG. Entschuldigung, Hansi hat auch damals nicht geredet. Doch, der war noch nie so verstört. Kurva! Was ist los? Eisbau macht uns fertig. Oh, Hansi, weißt du noch damals? Das EKG. Hansi? Oh, wo läufst du denn hin? Hansi? Mann. Wir sollen uns mal wieder aufs Spiel konzentrieren, sonst verlieren wir das hier noch. Das ist eh schon verloren. Ah, sicher. Ach, Matsch. Klar, ach, Matsch. Herr Löw, was ist an den Gerüchten dran, dass Sie damals ein EKG bei Hand... Ach, Matsch. Das ist alles Matsch, ist das. Hansi ist mein Matschkastenfreund. Das würde ich gar nicht machen. Ich habe ihn nur mit dem Stethoskop abgehört. Und ihn dann mit Sand beworfen. Was war das denn? Hallo? Achso. Ja, das habe ich auch so gesehen. Ja, klar. So, jetzt vorsichtig. Das war vorsichtig genug. Lucky Luke war das? Das war Lucky Luke. Ja, wenigstens ist Lucky Luke Lucky, wir sind es nicht. Genau, Lucky. Das, Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke. Das weiß er noch. Der Kleine. Ach Gott, ist das homosexuell, Alter. Jiracek mit dem 3:0 für den Hamburger Sportverein. So möchte ich ihn mal nennen. Ja, gerne. Warum nicht? Ach, in den Himmel. Denkt sich auch. Weiter? Ach, Matsch. Na, wie ihn mit Sand beworfen. Pet jetzt. Diese Profibeine nerven. Die nerven sogar richtig. Dann wieder kommen wir nicht durch, der HSV hier hat uns damals, wie du schon gesagt hast, abgefertigt. Glaube ich. Heute sind wir in der Abfertigungsfabrik. Der Hamburger Sportvereine. Versucht sie ja zu gehen, also mehr Mitglieder. Ganz klar. Ich mein Wörterbuch, das wir schon zusammengereimt haben. Da, wir müssen mal so ein ganzes Wörterbuch machen. Was haben wir uns zusammengereimt? Wie viele Wörter wir uns hier schon zusammengereimt haben? Ja, nein! Ah, du Huuuund! Ja, du Huuuund. Du Huuuund. Na klar, du Schuppenhuuund. Den hab ich noch. Ich habe gesehen, du Adler auf der Banksitzer. Ich habe gehört, noch schwieriger Ball als vorhin. Ja. Halbzeit! Ja, das bekommen wir noch hin. Kein Thema. Das ging war natürlich. So. Jetzt Concentration Mode und dann läuft das. Weiter, immer weiter. Weiter. Immer weiter. Weiber. Immer Weiber. Weiber falsch. Genau, Weiber Pfalz. Na. Die Weiber der Pfalz. Na klar, die Weiber in der Pfalz, die sind alle fett, hässlich. Und Bauern. Genau. Jetzt keine Beleidigung an alle weiblichen Zuschauer aus der Pfalz. Ihr seid hübsch. Ihr seid türkisch? Ihr seid türkisch, genau. Klar, alle Weiber in der Pfalz, ihr seid türkisch. Ihr seid alle Eiches. Und einmal, ja, ja, hier! Nein. Wo schießt er denn auch hin? Ja, klar. Er kommt nicht auf die Couch. Das hätte ich jetzt mal sehen müssen. Ja, gut, dass ich nicht auf die Couch komme. Ich bin ja für dich. So wie Leder. Pflegeleicht. Ja, gut 35 Minuten noch. Aussichtslose Situation gegen den HSV. Das muss ich jetzt trotzdem noch unterbinden.
Michael Ballack, ich habe sie noch nie gemacht. Das gibt den Kampf kaputt. Aber ich bin Michael Ballack, der Capitano. Das ist nicht richtig, denn Sie sind nicht der Capitano. Ah, ich bin das Kapitänchen jetzt. Nein, auch das ist nicht richtig. Sie spielen hier bei den Kaiser Chiefs auch nicht als ja, Capitano. Nein. Da hat er nochmal Glück gehabt, dass er da an den Ball gekommen ist. Seelenadler, ihr selbst seid schnell und das ohne Flügel. Und das ohne Geflügel. Und das ohne Geflügel. Das bist du. Ach, oh. Erkennt man die, ne, wenn das so scheiße Gelb eingeht? Ja, das hab ich jetzt wirklich nicht erkannt. Außerdem hab ich gedacht, weil ich ja die Grätsche gemacht habe, bist du jetzt erstmal wieder dran. Grätsche! Auch das habe ich gesehen, auch das gibt den gelben Karton für Sie, Bernd Camero. Wechsel, ich glaube, das lohnt sich für die Jeeps. Das kommt erst gleich. Ah, Glatzentum. Genau jetzt. Ja, versuchen wir nochmal einen neuen Impuls zu starten. Guck mal, jetzt bleibt die Anzeige da wieder. Ja. So einen neuen Impuls, so. Biep, biep. Aua. Entschuldigung. Ich hoffe mal, dass das ja alles ist, sehr check. Es war sehr interessant, dass Badelj und Ilicevic gekommen und Rinchan und Beister gehen. Aber kann man jetzt gerne auch mal wegmachen. Ja, Rinchan. Vor allem. Aber das geht nicht mehr weg. Das war ja klasse. Der macht ja nichts. Der halbe Bildschirm voll. Wir können ja auch den HSV ein Tor schießen lassen. Was? Das ist Strafstoß. Das habe ich ganz genau gesehen. Hören Sie auf, mit mir zu diskutieren, Sie. Nein, ich bin nicht bei der Wettmafia. Was macht er da? Er hat einen epileptischen Anfall. Ich weiß, wohin die schießen. Gut gemacht. Nimm mir den Fisch einfach nur in die Liebe. Das Blutlicht, es hat geflackert. Wer war das denn? Nosferatu! La 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 la. Mann, immer diese Millimeter an diesen verhurten Posten. Muss ich jetzt so sagen. Okay, ja, akzeptiere ich. 25 Minuten bleiben noch übrig in dieser Partie gegen den HSV. Mit Anzeige möchte ich sie mal nennen. Entschuldigung. Ja, aber Lindner hat ihn sicher, so wie die... Der hält seinen Kasten auch sauber heute. Na klar, das ist ein sauberer Mann. Alles. Das ist ein Zaubermann. Meinst du, er zaubert jetzt ein bisschen? Mhm. Entschuldigung! Ich kam in diesem Part ja noch gar nicht vor. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Schokolade? Und Schokolade? Schokolade! Das ist richtig, ich bin auch Schokolade. Das hast du gut erkannt. Salt bitter. Mit Nüssen! Ja. Saltbitter Nussschokolade bin ich. Saltbitter mit Nüssi. Mit Nuts. Mit Nüssi. Mats. Für ein Nuts ist immer Platz. Für ein Mats ist immer Platz. Für ein Matsumilz ist immer Platz. Ja, den Ball noch ein bisschen vorgelegt. Da dankt er sich nochmal. Kein Ding, klar. So, wir schreiben die 77. Spielminute, die Kaiser Chiefs im Angriff über die zweite Schnecke hier in diesem Team. Wow, der sitzt sich ja hier grandios durch. Mannfahrt. Also irgendwie passt bei uns in diesem Spiel auch überhaupt nichts. Also bei unserer Mannschaft irgendwie... ist sie desaströs. Ja, die ist drunter und rüber. Also die Zustimmung stimmt da auch überhaupt nicht. Aber wir haben wenigstens in der zweiten Halbzeit, wenn wir die separat betrachten, ein 0-0 bis dahin zustande gebracht. Das ist richtig. Wir haben einen Elfmeter gehalten. Dabei auch einen verursacht. Mir unbekannt, wie dieser verursacht worden ist. Nein, ich bin nicht bei der Met-Mafia. Met-Mafia. Bin ich bei der Met-Mafia. Ich mag gar kein Met. Mensch, das ist doch ekelhaft. Ich stehe auf.
Deutschland schenken. Elfmeter. Nein. Nicht richtig gesehen. Gut. Ich trabe da entlang wie ein Pudel. Wie ein ansehnlicher Hengst. Wie Tom Hengst. Ich bin der Taubesnüss, yeah. Bitte? Ich bin der Taubesnüss, yeah. Was hast du mit Tom Hengst zu tun? Das verstehe ich auch nicht. Oh nein! Ich bin ein taubes Nüsschen. Yeah. Du bist ein taubes Nüsschen. Yeah. Wir sind taube Nüsschen gewesen. Yeah. Wir waren taube Nüsschen gewesen. Steht da noch keiner? Hier steht da keiner. Das hast du richtig erkannt. Schalalalalala. Der Ball landet im Aus. Es gibt Einwurf für den Hamburger Sportverein. So möchte ich ihn mal nennen. Auch in dem Wissen, dass das so natürlich nicht ganz korrekt ist. Oh, hat abgewehrt, aber der Ball ging sogar mal aufs Tor. Ich habe einen gehaltenen Ball. Torschuss, klasse, wir haben es geschafft. Aber bei dem bleibt es leider auch. Das ist richtig, denn die Profibeine sind natürlich wie immer da. Ja, klar ist klar. Das war's, diesen Konter werde ich nicht laufen lassen. Nein! Das lasse ich nicht auf. Ja, klar ist. Klar. Ja, diese Anzeige nervt gerade auch Gott sei Dank überhaupt nicht. Ja. Wir müssen das Spiel neu starten, ne? Ja, wahrscheinlich. Egal, ist jetzt vorbei. Nächstes Spiel gegen Hannover 96. Danke fürs Zusehen. Wir hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir klasse spielen. Tschüss. Ja, wir spielen klasse.